Einen schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, warum wir eigentlich so viel schlafen müssen. Ich habe gelesen, wir Menschen sind ein bisschen unterschiedlich. Wir brauchen so etwa zwischen 5 bis 10 Stunden Schlaf. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warte mal, das ist ja etwa 1/3 bis 1/4 im Durchschnitt von meinem Tag. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, 1/3 bis 1/4 von meinem Leben. Das heißt, wenn ich irgendwann 80 bin, dann habe ich 20 Jahre einfach mal nichts gemacht. Und wie krass ist das eigentlich, wo man sich natürlich fragt, hey, was hätte ich denn in 20 Jahren mehr Zeit machen können? Ich hätte einen zweiten, dritten Job annehmen können, ich hätte viel mehr in der Gemeinde mitmachen können, ich hätte viel mehr Bibel lesen können, ich hätte. Was hätte ich in 20 Jahren nicht machen können alles? Wo man sich fragt, Gott, warum hast du das dann so gemacht, dass ich quasi 1/3 bis 1/4 meines Tages, meines Lebens nichts mache? Okay, die Biologie sagt, dass in meinem Gehirn noch einiges passiert, in meinem Körper da Dinge vor sich gehen, aber ich kann nichts tun. Vielleicht will uns Gott da an etwas erinnern, um was es im Leben wirklich geht. Und da darfst du mal gleich mit mir aufschlagen zu einer Geschichte im Neuen Testament in Lukas 10, wo wir zwei Schwestern sehen, die sich auch ein bisschen um dieses Thema drehen. Nicht ganz direkt, aber indirekt. Und dass der Heilige Geist heute mächtig zu uns spricht, dafür möchte ich noch beten. Danke, Papa, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Papa, dass wir wach geworden sind, Herr, dass wir auch schlafen durften, Herr. Das hoffe ich zumindest, Herr. Danke, Jesus, Herr, für dein wunderbares Wort jetzt, Herr, dass es uns stärken möchte, Herr, dass es tief gehen möchte, Herr. Und dass wir erlauben heute Morgen, Heiliger Geist, dass du das in unser Herz sprechen möchtest, Herr, was du möchtest, Herr. Herr, dass wir das zulassen, Herr, dass wir nicht irgendwie Mauern hochziehen, Herr, in unserem Herzen, Vorurteile hervorschieben, Herr, sodass du nicht wirken kannst. Amen. Genau, in Lukas 10 geht es am Ende des Kapitels um Martha und Maria. Und genau, in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass Jesus sagt, tun ist unwichtig, aber er sagt, da gibt es neben dem wichtigen Tun, gibt es noch was anderes, was noch wichtiger ist und wo wir eine Reihenfolge beachten sollten. Und ich lese mal vor, in Lukas Kapitel 10, Vers 38, da ist Jesus gerade auf der Reise Richtung Jerusalem. Und es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf, es war der Bethanien, kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte auch eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte einfach mal seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat dazu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Also fast so ein bisschen witzig, fast schockierend, wie Martha Jesus Herr nennt, aber sie ist diejenige, die hier sagt, wo es lang geht oder wo es lang gehen sollte und was Jesus gerade ein bisschen falsch macht, wo Jesus gerade nicht so ganz aufpasst. Und ich stelle mir so vor, Martha lädt Jesus zu sich nach Hause ein und wir wissen nicht, ob das vielleicht ein bisschen spontan war. Und wir wissen nicht, ob sie das so wirklich 100% wollte. Vielleicht war das auch so, dass sie eher nicht Nein sagen konnte, weil Jesus da gerade vorbeikam und du kannst ja nicht Nein sagen, was sagen die Leute, was denkt Jesus? Und dann hat sie gesagt, gerne, kannst du zu meinem Haus kommen. Und dann sitzen da, so stelle ich mir vor, Jesus, ein paar andere Leute und auch Maria im Wohnzimmer und unterhalten sich großartig. Ja, und wer darf die Arbeit tun? Martha darf rumflitzen, ist vielleicht noch schnell zum Nachbarn, hat da 3 Eier geholt, ist vielleicht zum anderen Nachbarn, da ein bisschen Salz, da ein bisschen Milch geholt. Und so flitzte sie rum und um möglichst schnell Jesus, der vielleicht den ganzen Tag auf der Reise war, wenigstens ein Essen bereiten zu können. Und dass die anderen wenigstens auch mal ein bisschen was probieren könnten. Und das Problem war nicht wirklich die Arbeit, dass Maria da saß und Martha flitzen musste. Weil, ich stelle mir so vor, wenn die kleine Versammlung im Wohnzimmer, jedes Mal, wenn Martha wieder reinkam, mit Geschirr, mit was zu essen, gesagt hätte, Martha, was ist los? Du bist ja echt der Hammer, wie du uns hier versorgst. Das ist ja echt krass. Dankeschön. Und dann flitzt Martha wieder raus, macht irgendwas, kommt sie wieder rein und die ganze Menge wieder, oh Martha, du hörst ja gar nicht auf. Du bist echt ein Schatz. Dann hätte sich Martha jedes Mal gedacht in der Küche, oh. Das sind echt tolle Gäste, ne? Da fühlt man sich gleich wohl. Und um wen wäre es gegangen? Ja, nicht um Jesus, sondern um Martha, dass sie ihre Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommt. Und sie wäre
5 Stunden rumgedüst, hätte sie jedes Mal diese Aufmerksamkeit bekommen. Aber hat sie nicht. Und Jesus, nicht mal Jesus hat ihr die gegeben. Wir lesen das dann so weiter in Vers 41, nachdem Martha ihm sehr klar Bescheid gibt, was er tun sollte. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um so vieles. Eines aber ist wichtig, eines ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Ich werde nicht das Gute von Maria wegnehmen. Diese Ruhe im Herzen, die sie gerade hat, dass sie sich hinsetzt auf den Boden und mir 100% Aufmerksamkeit schenkt, das werde ich doch nicht wegnehmen von ihr. Weil das ist das Wichtigste. Das ist die Reihenfolge, die Maria verstanden hat und die Martha noch nicht verstanden hat. Und die Jesus, der Martha, sehr klar ins Gesicht sagt. Da ist ein Schatz, ein Ziel, das Maria verfolgt. Und das werde ich niemals von ihr wegnehmen. Du darfst mal mit mir springen zu 1. Timotheus 1, Vers 5, wo Paulus über dieses eine Ziel spricht, um das es Jesus in erster Linie in unserem Leben geht. Da sagt er in 1. Timotheus 1, Vers 5, das ist das Endziel des Gebotes. Das ist das Ziel, der Grund, der alleinige Grund, warum ich das hier alles schreibe. Dieses Gebot ist nicht gemeint, diese Gebote, die Jesus gegeben hat oder die Gott in erster Linie gegeben hat, sondern das ist die Lehre, die Paulus gibt. Das ist die Lehre vom Neuen Testament, vom Neuen Bund. Das ist das Endziel der Gebote. Aber es ist die Liebe. Und zwar aus 3 Kanälen, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel deines und meines Lebens, der Grund, warum wir hoffentlich hier sind, ist die Liebe, dass wir wachsen in der Liebe, und zwar aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Und diese 3 Aspekte wollen wir mal ein bisschen anschauen bei Maria und Martha. Und wir sehen zum Beispiel bei Martha, dass diese Liebe, von der Jesus immer spricht, die Paulus hier auch verwendet, nicht in ihrem Herzen ist. Diese Liebe, diese Agape-Liebe, die es liebt zu geben und dabei vergisst zu nehmen, diese Liebe war nicht in Martha. Da war viel, diese andere Art von Liebe, die auch gut ist, diese Phileo-Liebe, wo ich so eine große Erwartung habe, dass mein Gegenüber mir etwas zurückgibt und eine Reaktion kommt. Das sehen wir auch bei Jesus, das sehen wir, dass das durchaus auch göttlich ist, weil Gott ist ja nicht zufrieden, wenn er mir alles schenkt und ich das irgendwie annehme und aber gar nicht schätze und ihm gar nicht sage. Also Gott erwartet auch diese Reaktion, aber er macht sich davon nicht abhängig. Und diese Liebe, die ich zurückbekomme, das Dankeschön, was ich zurückbekomme, ist ein schöner Nachtisch, den ich genießen darf, aber ist nicht der Grund, warum ich es tue. Ist nicht die Nahrung für mein Herz. Ist nicht die Bausteine meiner Identität. Weil dann mache ich mich zum Sklaven von dem, was du mir gibst. Und das ist die Logik der Welt. Wenn ich meinen Schüler frage, ja, warum hast du dem eine runtergehauen? Ja, er hat mir auch eine runtergehauen. Warum hast du ihn beleidigt? Ja, er hat auch angefangen. Das ist die vollkommen normale menschliche Logik, die ich seit einigen Jahren mit wenig Erfolg versuche, aus meinen Schülern rauszukriegen. Und vielleicht sollte ich die Hoffnung aufgeben und mehr meine Hoffnung auf die Wiedergeburt setzen. Ich versuche es immer noch. Die Logik, die wir haben, ich bekomme etwas und das bestimmt meinen Zustand und was ich auch geben kann. Das ist unsere menschliche Logik. Weil ich dein Verhalten als Grundlage von meiner Identität und meiner seelischen, meiner emotionalen Versorgung sehe. Und das haben Maria und Martha eigentlich über Jahrzehnte miserabel erlebt. Weil wir sehen hier total die Spannung zwischen Martha und Maria, wo sie sich gegenseitig Vorwürfe machen und nicht mal so eng miteinander sind, dass sie miteinander sprechen. Sondern Martha nicht zu Maria geht und sagt, hey, kannst du mir nicht kurz helfen? Sondern ein Vorwurf in ihrem Herzen gleich ist, sie nicht mal zu Maria geht, sondern gleich zu höchster Stelle und der höchsten Stelle befiehlt, was er tun sollte. Also da ist schon einiges durcheinander. Und so ist das leider manchmal in unseren Familien. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, vielleicht sogar Zwillingspaare. Es ist nicht immer so, dass man erkennt, wow, das ist wirklich ein Engel in Person und ich habe nur Gutes von dir empfangen. Sondern in der Familie als Geschwister, da zankt man sich oft. Und da lernt man sich einander kennen und das verführt uns oft dazu, nur die Taten des anderen zu sehen. Und die sind meistens nicht so positiv.
Das heißt, wir zählen dann schlechte Taten und haben ein schlechtes Bild von unseren Geschwistern, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, weil wir schon so viel Erfahrung mit denen hatten und lassen uns täuschen und haben nicht mehr den Blick der Liebe, den Gott eigentlich hat. Also wir sehen bei Martha diese reine Liebe nicht, von der eigentlich Gottes Wort die ganze Zeit spricht. Und es ist so kostbar, wenn ich mich erinnere, ich will Liebe aus reinem Herzen haben. Und dieses Gebet von David in den Psalmen, Gott, erschaffe mir ein reines Herz. Ein Herz, was geheilt ist von Verletzungen. Was sich überzeugen lässt von der Liebe, von meinem Wert, von meiner ewigen Berufung. Auch wenn meine Mitmenschen mir das über Jahrzehnte nicht bestätigt haben. Aber wo ich aufhöre, das, was Menschen mir gezeigt haben, zur größten Wahrheit zu machen und anfange, das Wort Gottes zum höchsten Maßstab meines Lebens zu machen, dann kann nämlich Heilung kommen. Solange ich festhalte an irdischen Lügen und Menschenmeinungen, seien sie auch noch so emotional erlebt worden sein, Menschenmeinungen höher achte als das Wort Gottes, solange ist keine Heilung möglich. Solange ist vielleicht ein bisschen Streicheln der Wunde möglich, aber keine Heilung. Und wir sehen hier so schön bei Maria, wie sie sich niedersetzt zu Jesu Füßen, wo sie ihr Herz öffnet und wo tatsächlich diese Heilung passieren kann. Und ich glaube, Maria weiß, dass sie Heilung brauchte. Und deshalb kam sie. Und sie hat nicht den Fehler gemacht, wie Martha, dass sie sich versteckt hat hinter dem Tun. Und wir sehen zum Beispiel, dass Paulus auch diesen Aspekt von dem ungeheuchelten Glauben nennt. Ungeheuchelt, das ist diese Heuchelei. Im Griechischen ist das dieses Bild von einem Schauspieler, der eine Maske trägt. Und wenn ich diese Maske der guten Taten trage, dieses permanent mein falsches Ich vor meinen Augen habe, um wen geht es dann immer? Um entweder der hinter der Maske ist oder um die Maske, weil ich sehe die ganze Zeit die Maske und ich schaffe es nicht hindurchzusehen, auf Jesus zu schauen oder meinen Nächsten zu sehen. Ich bin völlig gefangen in einem Kreislauf des Selbstmitleids, der Selbstzentriertheit und ich werde nicht glücklich. Ich schaffe es nicht, dass ich tatsächlich Heilung bekomme. Weil es geht nur um mich. Ich lerne nicht diese Liebe, wie Jesus sie vormacht und vorlebt. Und wie schön ist es, wenn ich tatsächlich schaffe, diese Maske der Taten beiseite zu lassen. Und da ist der Knackpunkt dieser Geschichte meiner Meinung nach. Die Maske dieser Taten, wo Jesus sagt, Maria hat diese Maske abgenommen. Und diese Freiheit, die sie hat in der Gemeinschaft mit mir, die werde ich doch jetzt nicht stören. Die werde ich doch nicht von ihr nehmen. Weil darum geht's doch. Und Martha, du bist so gefangen in deinem Sorgen, in deinem Tun, aus so vielen Motiven, die du hast in deinem Herzen. Du gibst was vor, aber es geht gar nicht darum, dass du bedienst. Es geht darum, dass du Bestätigung willst. Und wenn du es nicht bekommst, dann sagst du, ja, dann ist das Tun auch nichts Nutze. Dann ist auch nichts Nutze, dass ich Jesus diene. Und das ist ein krasser Satz, den wir manchmal im Herzen haben. Ja, dann nutzt es auch nichts. Wenn Menschen mir in der Gemeinde nicht Achtung geben, ja, dann mache ich es halt auch nicht. Wie krass treten wir manchmal die Braut Jesu mit Füßen, weil wir gar nicht merken, dass es nur um uns selbst geht. Ich kriege die Bestätigung nicht. Ich sage, ich werde nicht gefördert, ich werde nicht unterstützt, ich werde nicht gesehen, ich werde da. Und wir rechtfertigen das so sehr, weil wir in unserer kleinen Welt erwarten, ja, wenn ich was tue, dann muss ich doch was zurückbekommen. Und erst recht in der Gemeinde Gottes, oder? Wenn die sich so alle heilig nennen, ja, wo ist dann meine Bestätigung? Jesus redet hier ganz erstaunlich mit Martha. Und er sagt hier, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um so viele Dinge. Du hast deine Maske vor deinem Gesicht und siehst gar nicht, wie die göttliche Liebe eigentlich denkt, fühlt und handelt. Dass die göttliche Agape-Liebe vergisst zu nehmen. Und das ist der große Wachstumsprozess, dass ich in meinem Herzen diese Stimme des Egoistischen immer leiser werden lasse, immer weniger beachte. Diese Forderungen, dass ich gesehen werden muss, dass ich bekommen muss, dass diese Stimme nicht mehr die Stimme sein darf, die alles in meinem Herzen entscheidet. Wir haben ja auch bei Paulus dieses gute Gewissen. Und dieses Gewissen ist so wie dieser Gerichtssaal, wo es so viele Richter und so viele Meinungen gibt.
oder wieder im Bundestag, im Parlament, wo so viele Politiker drin sitzen, die eine Sache entscheiden. Und du entscheidest, welche Politiker da drin sitzen. Du entscheidest das. Du kannst nicht einfach sagen, ja, der Teufel ist so laut oder mein Fleisch ist so laut. Sondern du entscheidest das in dem, wie stark du dem Wort Gottes glaubst. In welchen Raum du dem Wort Gottes in deinem Herzen erlaubst. Welches Verständnis du zum Beispiel von Erlösung oder von Gerechtigkeit entwickelst. Wie fest dein Herz gesettelt ist in dem Wissen, Gott liebt mich, er hat einen Bund mit mir geschlossen, er will mich, ich bin kostbar in seinen Augen, er will mich gebrauchen, er hat mich neu gemacht. Das sind diese basic Wahrheiten des Neuen Testamentes. Aber wenn ich diese Wahrheiten nie in meinem Herzen verankern lasse, dann bleibe ich in dem ewigen, hoffnungslosen Kampf gegen mein Fleisch, weil es im Grunde nur um mich geht. Und sobald ich diese Maske der Taten, seien sie gut oder schlecht, beiseite lasse und meine Augen auf Jesus richte, dass ich erkenne, diese Beziehung, diese enge Begegnung und Beziehung, das ist es, worum es geht. Das ist das Endziel, warum du hier stehst. Das ist das Endziel, warum ich Bibel lese, warum ich bete, warum ich mein Leben mit Gott habe. Es ist, dass ich eine Liebe aus reinem Herzen entwickle, dass ich ein gutes Gewissen entwickle und bewahre und einen ungeheuchelten Glauben. So krass ist es, wie Paulus dann diese Vers abschließt in Vers 6. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Wenn so viel unnütziges Geschwätz in meinem Herzen so viel Raum bekommt, so viel Anklagen, so viel Gründe, warum ich jetzt im Unrecht bin, warum ich jetzt beleidigt sein könnte, warum. Und ich verliere diesen Blick auf diese reine Liebe. Diese Freiheit verliere in meinem Herzen, dass du nicht darüber bestimmst, wie es mir geht, sondern das mache ich, indem ich entscheide, wie eng will ich Jesus begegnen. Wie sehr lasse ich mich prägen von diesem Charakter Gottes. Und wie schön ist das, wenn ich tatsächlich erlaube, dass der Heilige Geist seinen Charakter auf mein Herz prägen darf. Und ich dann auch fähig bin, wenn du mich schrecklich behandelst, dir die reine Liebe Gottes zu zeigen und dir ein Licht zu sein. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns erinnerst jeden Morgen, Herr, dass es nicht darum geht allein, was wir alles tun an diesem Tag, sondern in erster Linie darum, ob ich dir begegne, ob ich mich in deiner Gegenwart verändern und verwandeln lasse, in diese neue Schöpfung, Herr, in dieses Licht, was in dieser Welt scheinen soll, an dieses Salz, was man schmecken soll in dieser dunklen Welt. Vater, ich danke dir, Herr, dass dein Heiliger Geist mächtig wirken kann heute in unseren Herzen, Herr. Und wir entscheiden uns, Herr, dass wir beiseite schieben wollen, was uns alles Unruhe gibt, weil dein Wort uns immer wieder zeigt, dass das falsche Motive sind, die selbstzentriert sind, die Angst haben um den eigenen Wert, Angst haben um Sicherheit, Angst haben um so viele selbstzentrierte Dinge. Vater, wir wollen uns ausstrecken nach dir. Ja, wirklich umarmen, dass du uns liebst, dass du einen Bund mit mir gemacht hast, dass du mich wertvoll erachtest, dass ich wertvoll bin. Danke, Jesus, dass du mich gebrauchen kannst heute an diesem Tag, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen.